also Zustände, mit denen die Lebensmittelkontrolleure in Deutschland tagtäglich konfrontiert sind. Und das sind Zustände, die, von denen im Normalfall Verbraucher nichts erfahren. Wir haben einen Prozentsatz von 10, vielleicht 15% schwarzen Schafen, wo wir eben auch solche Dinge immer wieder feststellen mussten. Jeder vierte Lebensmittelbetrieb wird jedes Jahr in Deutschland wegen mehr oder weniger gravierender Verstöße bei den amtlichen Kontrollen kritisiert. Die bisher zur Verfügung stehenden Sanktionsmöglichkeiten reichen nicht aus. Es war eingepreist, dass wenn die Lebensmittelkontrolleure kommen, ein-, zwei-, dreimal im Jahr, dann für 2-3 Wochen das Unternehmen geschlossen wird, dann wird Großreine gemacht, dann gibt es die Nachkontrolle, dann ist wieder geöffnet. Ein Bäcker, der also befürchten muss, dass seine Kunden erfahren, dass bei ihm die Mäuse und die Schaben in der Backstube ein- und ausgehen, der wird sich enorm anstrengen, sich an die Regeln zu halten und für Hygiene zu sorgen. Zweitens ist diese Transparenz auch Markttransparenz und damit auch Schutz der seriös arbeitenden Lebensmittelunternehmen. In Deutschland gibt es diese Transparenz nicht, wie unser Report zeigt. Wir fordern die neue Bundesregierung und den neuen Bundestag auf, endlich die konsequente Veröffentlichung aller amtlichen Kontrollergebnisse gesetzlich vorzuschreiben, und zwar ohne jede Ausnahme. Musik